Ich bin nicht nur Justizsprecher, ich bin auch Datenschutzsprecher der Grünen. Trotzdem sage ich immer, ich genieße Veranstaltungen wie diese, weil das sind für mich Veranstaltungen Jurist mit Techniker. Und das ist immer ein spannender Austausch. Der Justizsprecher verrät, ich komme eher von der juristischen Seite. Und im Publikum sitzen dann oft Techniker. Und das ist oft auch ein spannender Austausch zwischen unterschiedlichen Professionen, die sich vielleicht wechselseitig nicht immer ganz verstehen. Ein Grüner referiert über das Auto. Wir würden jetzt manche sagen, oje, was kommt jetzt? Ja, nicht jeder mit unserer Verkehrspolitik einverstanden. Aber ich verspreche euch, auch wenn ich es für wichtig halte, ich referiere heute nicht über Fußgängerzonen, Begegnungszonen, Marienhilferstraße, was auch immer, sondern wir widmen uns der Seite Auto und Datenschutz, das ein unheimlich spannendes ist, und ich bin immer so ein bisschen auf der Suche nach Datenschutzthemen, die vielleicht, ist jetzt vielleicht falsch, wenn ich das hier sage, weil ihr habt es sicher am Radar, aber die im Allgemeinen, in der allgemeinen Debatte noch nicht so am Radar aufgetaucht sind. Es gibt so viele klassische Datenschutzthemen, und dann sickert sozusagen in manchen Bereichen die Digitalisierung ein. Wir haben ein gewohntes Verhalten und viele, die Masse, nicht ihr, registrieren gar nicht, dass wir jetzt sozusagen durch eine technische Revolution in eine Generation an technischen Anwendungen einsteigen, die eigentlich, nichts mehr ist jetzt falsch, aber oft wenig mit dem zu tun hat, was wir bisher benutzt haben, und daher an Möglichkeiten, Risiken und Chancen deutlich anders gelagert ist. Und genau über das würde ich heute mit euch gern reden und auch diskutieren. Das Auto ist ein Datensammler geworden, und ich würde gerne mit euch heute darüber diskutieren, wo liegen die Chancen, wo liegen die Risiken, welche Rahmenbedingungen braucht man im Zusammenhang mit den neuesten Generationen an Autos, um einerseits vielleicht einen technischen Komfort zu gewährleisten und andererseits aber den Datenschutz sicherzustellen. Man muss sich vorstellen, ein Auto hat heute mehr an Speicherkapazitäten und elektronischen Anwendungen als die Mondrakete, die damals 1969 am Mond gelandet ist. Das ist ein Vielfaches an Technik in einem Auto. Im Jahr 2020 werden ungefähr 250 Millionen Autos fahren, die technisch so ausgestattet sind, dass sie einerseits eine Vielzahl an Daten aufzeichnen und auch diese Vielzahl an Daten, die sie über Sensoren aufzeichnen, an andere Fahrteilnehmer weitersenden. Um jetzt den Grad einschätzen zu können, was heißt das? Das wären ungefähr ein Fünftel aller Autos, die sich 2020 weltweit im Straßenverkehr bewegen, schon betreffen. Das heißt, die technische Revolution in diesem Bereich wird sehr schnell vorangehen, was ja auch nicht überrascht, weil viele wissen ja, alle paar Jahre kauft man sich ein Auto, und so kommt dann halt recht schnell die neueste Generation dann auch durchaus in der Breite zur Anwendung. Was heißt das? Das heißt im Prinzip nichts anderes, dass Autos mehr oder weniger ständig Daten sammeln über Staus, Unfälle, gefährliche Fahrverhältnisse und diese an andere Verkehrsteilnehmer weitersenden. Und am Ende dieser Entwicklung steht als Vision, aber als sehr realistische Vision, dass selbstfahrende Auto, das heißt, dass der Kfz-Lenker mehr oder weniger möglicherweise überhaupt nur mehr eine Art Überwachungsfunktion hat, aber Autos sich selbstständig bewegen. Von dieser Vision ist man noch entfernt, es ist aber eine durchaus realistische Vision und keine Träumerei, als es noch zu Zeiten von Knight Rider war, der sein Auto gerufen hat, und dann ist es alleine ihm nachgefahren auf seinen Abenteuern. So, zum Thema, welche Daten
werden gespeichert. Vielleicht ein kurzer Überblick. Ihr habt das auch am Handout drauf. Das ist natürlich nicht vollständig. Das soll in Ansätzen einen Überblick geben, welche Daten mittlerweile in diesen neuesten Generationen erfasst werden. Der erste Punkt sind die Identifikationsdaten des Fahrzeugs, eine Art Adresse des Autos. Schon bisher war es so, dass es eine Fahrgestellnummer gegeben hat. Ne? Damit war ein Auto schon identifizierbar. Aber der Unterschied von diesen elektronischen Identifikationsdaten ist, dass jetzt ein Auto fernidentifizierbar wird in Zukunft. Das heißt, im Extremfall könnte ich feststellen, wo sich ein Auto gerade befindet. Früher habe ich eine Nummerntafel braucht und dann hat sich halt die Polizei hingestellt und hat geschaut, kommt der vorbei, passt die Beschreibung auf das Auto, passt die Nummerntafel. Oder wenn ein Auto gefunden wurde, konnte man über die Fahrgestellnummer überprüfen, ist das das gestohlene Auto beispielsweise. In Zukunft ist die Fernidentifikation möglich. Das heißt, man sagt, Steinhauser hat dieses Auto hat diese Identifikationsdaten und jetzt will man wissen, wo sich dieses Auto bewegt und kann das möglicherweise dann in Zukunft ferndiagnostizieren. Der zweite Punkt, die Kommunikations- und Logdaten, die im Auto gespeichert werden. Man muss sich das so vorstellen, dass das Auto mehr oder weniger ähnlich Daten aufzeichnet, wie Mobiltelefone von uns Daten aufzeichnen. Jedes Auto hat einen Bordcomputer. In diesem Bordcomputer wird quasi auch eine Art SIM-Card sein. Und über diese SIM-Card werden Verbindungsdaten gespeichert, wie beim Handy. Beim Handy weiß man über die Verbindungsdaten, wer war wo wann, ne? Weil er eingeloggt ist sozusagen im Mast. Beim Auto wird man auch in Zukunft wissen, vielleicht nicht wer, aber wo war das Auto wann. Und das Zweite, was man bei den Handydaten ja weiß, wer hat wen angerufen. Und bei den Autos wird man wissen, was hat das Auto zu einem bestimmten Zeitpunkt gemacht. Diese Verbindungsdaten werden vom Auto aufgezeichnet. Das Dritte, was das Auto aufzeichnet, werden technische Daten sein. Passiert ja jetzt teilweise auch schon. Hat ja auch den Vorteil, wir reden ja über Vor- und Nachteile, dass man natürlich in der Werkstatt mal hineinschaut, in den Bordcomputer und auch weiß oder oft weiß, wo die Probleme liegen. Aber es werden praktisch alle technischen Daten aufgezeichnet, die das Auto aussendet, die gemessen werden. Das heißt, es gibt auch jederzeit eine detaillierte Auskunft über den Zustand des Autos, über die Wartung und den Wert des jeweiligen Fahrzeugs. Wenn ich zu schnell bin, sagt mir das bitte. Beziehungsweise wenn es Fragen gibt, unterbrechen. Wenn es Diskussionsbeiträge gibt, dann auch melden. Ich bin da durchaus, wie soll ich sagen, immer erfreut, wenn wir das ein bisschen diskursiver gestalten. Das vierte, und das ist einer der heikelsten Datenpunkte, das ist eine Art digitales Fahrtenbuch, das entsteht. Das natürlich dadurch entsteht, dass unsere Aufenthaltsorte quasi über das Auto und die Anwendungen in Permanenz gespeichert werden. Wir haben schon das Problem beim Handy, wenn wir das Handy sozusagen in Permanenz bei uns tragen. Das ist praktisch fast immer der Fall. Dann weiß man über die Verbindungsdaten natürlich, und das ist ja auch im Rahmen der Vorratsdatenspeicherung, wenn es euch erinnert, heiß diskutiert worden, dass dadurch Bewegungsprofile entstehen. Beim Auto entstehen durch das ständige Aufzeichnen von Bewegungsdaten natürlich komplette Profile, die man auf einer Landkarte nachzeichnen könnte, über meinen Aufenthaltsort, das heißt über meine genauen Fahrrouten. Früher ist das Auto in den 60er, 70er Jahren immer so als Synonym für Freiheit gestanden. Ich kann wann und wo ich will hinfahren. Ob das Auto in Zukunft noch für Freiheit steht, wenn genau aufgezeichnet wird, wo ich wann war, ist ernsthaft zu diskutieren, aber das ist einer der Punkte, die natürlich aus datenschutzrechtlicher Sicht am heikelsten sind. Ebenfalls sehr heikel, und ein bisschen später kommen wir noch genauer dazu, ist, das Auto speichert natürlich auch mein komplettes Fahrverhalten. Das heißt, habe ich eine risikogeneigte Fahrweise, wenn ich dann kombiniere meine Bewegungsprofile mit dem Fahrverhalten, begehe ich Geschwindigkeitsüberschreitungen, fahre ich beispielsweise eine enge Bergstrecke riskant. All diese Rückschlüsse sind möglich, weil das Auto sozusagen das Fahrverhalten aufzeichnet und gleichzeitig die Wegstrecke aufzeichnet. Und damit kann man natürlich, und dazu komme ich später, durchaus auch sehr heikle Verknüpfungen machen, die beispielsweise Versicherungen interessieren, weil über mein Fahrverhalten möglicherweise dann auch die Prämiengestaltung der Versicherung
laufen wird, weil die sagen, naja, wenn der besonders risikogeneigt fährt, dann wollen wir eine höhere Prämie. Aber dazu komme ich später noch. Solche Modelle gibt es beispielsweise in Deutschland schon. Aber das gesamte Fahrverhalten wird aufgezeichnet. Ein weiterer Punkt ist, das Auto wird Fahrassistenzsysteme haben. Und ich sage es nochmal, es ist wertfrei. Manches davon ist vorteilhaft, anderes ist heikel. Ja? Wir kommen später noch dazu und ich würde das auch gerne mit euch diskutieren, wie ihr das seht. Diese Fahrassistenzsysteme warnen mich vor Staus, warnen mich vor plötzlich auftretenden Hindernissen, bis hin zu im Extremfall automatisch eingeleiteten Bremsmanövern, die denkbar sind. Auch an anderer Stelle werde ich darauf hinweisen, wo die Risiken in dem Zusammenhang sind. Dann ebenfalls schon Realität ist der E-Call. Der E-Call ist von der Europäischen Union bereits beschlossen worden. Der E-Call ist eine automatische Unfallwarnung, wenn ein Kfz-Fahrzeug einen Unfall hat. Das ist heiß diskutiert worden, weil der Vorteil natürlich ist, durch die automatische Unfallwarnung, die Rettung ist schnell da. Der Nachteil ist, das ist eine ganz klare Weichenstellung beim E-Call in Richtung Aufzeichnung der Bewegungsdaten, weil das ganze System kann natürlich nur funktionieren, wenn die Bewegungsdaten dann sozusagen auch da sind, weil man muss ja wissen, wo der Unfall stattgefunden hat. Und das ist natürlich eine Weichenstellung, die ganz stark in diese Anwendungen hineingeht, dass man weiß, wo bin ich. Können wir aber auch nachher noch diskutieren. Und weil natürlich das Auto insgesamt sich technisch weiterentwickelt hat, wird das Auto der Zukunft auch ein Homeoffice sein. Das heißt, alle meine Anwendungen, die ich am Smartphone habe, kann ich in der Regel auch im Auto durchführen, beziehungsweise mein Smartphone bequem anschließen. Das heißt aber, dass natürlich auch das Auto auch meine Daten speichert, die ich beispielsweise, meine Anwendungen, die ich beispielsweise über das Handy laufen habe, welche Internetseiten schaue ich mir an, welche sozialen Netzwerke bewege ich mich. Das heißt, muss man zur Abrundung sagen, all das, was jetzt schon beispielsweise am Smartphone aufgezeichnet wird, wird dann auch im Auto aufgezeichnet. Ich betone es nur deswegen, dass das auch passiert, weil dementsprechend natürlich auch die Security gestaltet sein muss, weil da eben mehr an sensiblen Daten und Privatsphäre dadurch aufgezeichnet wird. Das hat aber auch zur Folge, dass man bei der Security nicht schnampen darf, sonst ist man transparent. Das wäre der Überblick einmal, und ihr habt es auch im Handout, der wichtigsten Datenspeicherungen, die in einem Kfz der nahen Zukunft und teilweise schon jetzt vorgenommen wird. Das ist keine weit weg stattfindende Vision, sondern da bewegen wir uns sozusagen in der Gegenwart. Gibt es mal dazu Fragen, Anmerkungen, Ergänzungen? Gibt es jemanden, der noch was weiß? Wie gesagt, ich bin der Jurist, nicht der Techniker, bin immer offen für einen Input, bitte. Eine Frage, wo gehören diese Daten? Das ist gehört der nächste. Den Lenker des Autos, den Besitzer des Autos, den Lenker. Genau. Diese Frage ist die ganz zentrale. Bitte, ich würde im nächsten Punkt darauf eingehen. Ja? Gehen wir davon aus, dass die Daten im Auto verbleiben oder gehen wir davon aus, dass die im Rechenzentrum des Autoherstellers gespeichert werden? Sie sind jedenfalls im Auto gespeichert, aber ein Teil der Anwendungen bedingt ja geradezu, dass sie weitergefunkt werden. Denken wir an Unfallwarnungen, Stauwarnungen, gefährliche Fahrverhältnisse. Das Auto nimmt es sozusagen wahr und will es Dritten zur Verfügung stellen. Ich gehe grundsätzlich davon aus, und ich glaube, das kann man generell für Daten sagen, dass sie in der Regel weitergegeben werden, weil es, und dazu komme ich auch, ein massives Interesse daran gibt, dass man auf diese Daten zugreifen kann. Ja. Es wird nicht für alle Datengruppen gelten, wenn manche Daten so singulär interessant sind. Wenn ich jetzt vielleicht an einzelne technische Daten denke, mag sein, die braucht nur die Werkstätte, aber die meisten Daten sind so interessant und das gesamte System baut ja darauf auf die Vernetzung auf, beziehungsweise gibt es große Stakeholder, die diese Daten wollen, weil sie einen Vorteil von diesen Daten haben. Ich würde in der nächsten Fragestellung darauf eingehen, dass man davon ausgehen kann, dass diese Daten nicht im Auto bleiben. Ist dieses E-Call immer aktiv? Das heißt, das ist ja ein Handy, das ist ja, glaube ich, ein Handy jetzt. Ja. Ist das immer aktiv? Weil ich sehe ja eigentlich einen Vorteil, weil das muss ich nicht sehen. Das würde ich erreichen, wenn es genau zum Unfall dann die Meldung hat, ist aber die andere Zeit. Ich weiß ehrlich gesagt jetzt nicht, wie es technisch konfiguriert ist. Ja. Das ist genau, da kann man sich wie von Jordan die Frage stellen, besteht eine Pflicht für den Datensammler oder den Autohersteller, offenzulegen, was genau er wann, in welchem Zeitpunkt sammelt, und besteht, ja, Punkt 2, eine Pflicht, den Benutzer
entscheiden zu lassen, was genau er hergeben möchte und wo er nicht hergeben möchte. Das sind genau die zentralen Fragen und das ist das Problem und deswegen muss man sich diesem ganzen Problematik Auto zuwenden, dass das mehr oder weniger ziemlich ungeregelt ist, im Moment eine Auseinandersetzung stattfindet, die die Hersteller ganz, ganz stark dominieren und das geht auch in die Richtung der Frage hinten, wo die Hersteller sagen, das sind unsere Daten und für den Kfz-Lenker oder Kfz-Halter mehr oder weniger keine Transparenz besteht, was passiert mit den Daten und was wird da genau gespeichert und so. Alle diese Fragestellungen. Das heißt, eines der Hauptprobleme ist, dass die Hersteller diese Daten nicht als Inhaberdaten, Kfz-Lenker-Daten sehen, wo der Kfz-Lenker über diese Daten bestimmt, sondern der Hersteller sagt, das sind quasi mehr oder weniger unsere Daten und wir sollen die Verfügungsgewalt über diese Daten haben. Ich würde dann wieder weitermachen, dass wir es zusammenkriegen. Die zwei machen wir noch bitte. Ja? Gibt sicher wieder Möglichkeiten, wenn es ein. Ich wollte sagen, im Prinzip hat der Reitscher die Problematik, wenn man zum Beispiel die Batterie wechselt, und der hängt im Stromkreis, hängt ja alles eigentlich, und keine Überbrückung hat oder so, nach einer gewissen Zeit, kennt das Auto sich selbst nicht mehr. Das heißt, du kannst eigentlich überhaupt nicht mehr fahren. Und da wäre es wichtig, dass man wirklich diese einzelnen Datensammler voneinander abschotten kann, ob da je noch Autarkie-Lieferung hätte, weil ansonsten, der Herr Pilz sagt selber, er fährt immer den Fahrrad und wechselt alle paar Mal das Handy und da ist der große Unterschied. Der Handy kann ich wegschmeißen, kann man nichts kaufen, da die SIM-Karte nur wechseln. Nur, Auto kann ich nicht so einfach wegschmeißen, sondern ich wüsste nicht mehr, nur damit die nicht im Netz über erfahren. So ist es und ich würde auch sagen, selbst wenn der Pilz jetzt das Handy mal wechselt, das kann nicht die Lösung sein, sondern ich glaube, wir brauchen Datenschutzanwendungen, die genau diese Strategien nicht notwendig machen. Das muss das Ziel sein. Beim Auto ist es auch unmöglich praktisch. Das ist wahrscheinlich, weil das ist, was passiert, weil der Inhaber des Fahrzeuges dieses System kopiert. Wird er bestraft? Nein, er wird genau. Und das Problem ist, es wird ihm nichts nutzen, weil er sein Auto nicht verwenden kann. Also das ist... Ja, aber was unterscheidet ist, wenn ein Auto kauft, wenn man es gewonnen hat. Wenn ich nicht mehr her, wenn das Auto spielt, dann ist es nicht ein Kauf, sondern dann habe ich das Auto eigentlich nicht geliehen. Naja, materiell. Sozusagen die Sitze gehören Ihnen, aber sozusagen das Immaterielle, die Daten nicht, wobei ich stehe am Standpunkt, die Daten müssen natürlich dem Autoinhaber gehören, aber das ist genau die Auseinandersetzung, die läuft ja im Moment. Aber völlig richtig gedacht. Ja, so ist es. Kann nicht fahren, wenn ich das hier nicht besitze. D'accord. Und daraus müssen wir die politischen Ableitungen treffen. So, kommen wir dann an die Frage, wer hat Interesse den Daten, weil es gibt eben unterschiedliche Interessensträger. Haben übrigens die Handouts gereicht? Haben alle die Handouts oder haben wir zu wenig? Ich habe ein paar noch ohne grünes Logo, aber ich glaube, das wird sie verkraften. Den Vorschlag, den ich hinterher gemacht habe, Sie scannen das ein und wir stellen das dann auf die Homepage. Nein, ich habe ein paar ohne Logo. Das hab, ohne Logo. Ja, okay. Und das glaube ich ist verschmerzbar. Ja, okay. Vorne haben alle. Ja, okay. Schauen wir uns ein bisschen an, wer sind die Interessensträger an den Daten im Auto, weil dann kommen wir sozusagen auch in die Richtung, was sind die Chancen und was sind die Risiken. Also die Hauptinteressensträger sind die Hersteller, die haben zwei Interessen. Das eine ist, sie wollen natürlich diese Daten für die technische Weiterentwicklung ihres Produkts haben, weil natürlich die technischen Daten, die gespeichert werden, für die Innovation eines Kfz von enormer Bedeutung sind. Das wäre theoretisch noch nachvollziehbar. Und das Zweite, dass die Hersteller natürlich die Daten wollen, um sie Dritten zur Verfügung stellen zu können, weil natürlich mit diesen Daten gutes Geschäft zu machen ist. Das wäre sozusagen auch schon die zweite Gruppe, die ich ansprechen möchte. Es gibt sozusagen externe Anbieter, Unternehmen, die Interesse an diesen Daten haben, die möglicherweise von den Herstellern beziehen, weil sie damit ihre Geschäftsmodelle optimieren können. Beispiel 1, das ist dieses Pay-as-you-drive. Versicherungen gestalten ihr Prämienmodell nach der Fahrweise des Versicherten. In Österreich gibt es derartige Modelle derzeit noch nicht, aber in Deutschland hat die Versicherung Hug Coburg bereits ein Modell gestaltet,
wo sie sagt, anhand des Fahrverhaltens, des individuellen Risikoverhaltens des Versicherungsnehmers gestalten wir unsere Prämien. Heißt, wenn man dem auf gefährlichen Strecken ein gefährliches Fahrverhalten nachweisen kann, zahlt er mehr. Wenn er Tempolimits überschreitet, zahlt er mehr. Wenn er in Kurven riskant fährt, zahlt er mehr. Wenn er viele Überholmanöver startet, zahlt er mehr. Das wäre sozusagen ganz klar, dass Versicherungen, wenn das eine gängige Anwendung ist, ein enormes Interesse hätten, ja, an diesen Daten. Das zweite ist der Verkauf von GPS-Daten, beispielsweise zur Stauwarnung. Das sind natürlich Modelle, die man als kommerzieller Anbieter interessant finden kann. Es wird dann wahrscheinlich wieder mit Werbung verknüpft werden. Da gibt es einen Fall, dass die Firma TomTom in Holland Daten verkauft hat, allerdings in dem Fall nicht zur Stauwarnung, sondern in dem Fall sind die Bewegungsdaten verkauft worden an die Regierung, weil die aufgrund dieser Bewegungsdaten herausfinden wollten, wo sich Radarfallen platzieren lassen und sie die größtmögliche Wirkung entfalten. Das heißt, TomTom hat sozusagen gespeichert, wo fahren die Leute und offensichtlich auch, wie fahren sie dort. Genau, und hat die Regierung sozusagen dort die Radarfallen platziert, wo offensichtlich war, dass die Leute zu sehr aufs Gaspedal steigen. Ja? Also da merkt man schon, was für ein kommerzieller, also was für ein Pool an Daten besteht auf der anderen Seite und was für kommerzielle Interessen haben. Und das dritte Beispiel, nur damit man ein Gefühl kriegt, um was es da geht, Fragen wie freie Werkstättenwahl. Wenn ich als Hersteller über den Bordcomputer den Zugriff auf wichtige Daten für Wartung und Reparatur gestalten kann, dann könnte ich theoretisch sagen, nur Werkstätten, die mit mir Verträge abschließen, können in diesen Bordcomputer rein. Und das ist natürlich für den Hersteller interessant, weil dann kann er Verträge mit Werkstätten abschließen und dann möglicherweise noch ein interessantes Körbergeld verdienen. Aber das hieße beispielsweise, dass die freie Werkstättenwahl dahin ist, sondern dass man nur mehr zu ganz bestimmten Anbietern fahren kann, die diese Marke warten können. Und das könnte natürlich für den Kunden zu einer Verteuerung kommen, weil das vielleicht nur sehr wenige sind, weil diese Lizenzen teuer sind. Und wenn es nur wenige sind, hieße das dann auch am Ende, dass beispielsweise die Kfz-Reparatur um einiges teurer wird. Also das sind so Risiken, an die man vielleicht in erster Linie gar nicht denkt, aber da könnte man künstlich sozusagen steuern, wie viele Anbieter gibt es in der Kfz-Reparatur, gibt es wenig, muss man mehr zahlen, das ist eh klar. Naja, wer wird noch Interesse an den Daten haben? Logischerweise Polizei- und Strafverfolgungsbehörden. Und da gibt es sozusagen ja jetzt verschiedene Gründe, warum die ein Interesse haben können. Im Rahmen von Unfällen natürlich, weil aufgrund dieser Daten sich Unfälle zukünftig leichter rekonstruieren lassen, das ist das eine. Aber das zweite ist, man denke an die Vorratsdaten, dass man einfach präventiv Bewegungsdaten seitens der Sicherheitsbehörden haben will, damit man, wenn irgendwas irgendwann passiert, weiß, wo war der wann. Und damit sind wir schon sehr stark bei der Debatte, die wir aus der Vorratsdatenspeicherung kennen, nämlich bei der Überwachungsstaatsdebatte, dass quasi der gläserne Bürger entsteht, weil alle seine Daten sozusagen gespeichert werden. Aber Stichwort holländische Regierung, es kann auch eine Spur banaler sein, dass man nicht gleich den gläsernen Bürger schaffen will, aber wissen will, wo fahren die Leute so schnell und dort stellt man die Radarfallen auf. Also auch da könnte es ein Zugriffsinteresse geben. Genau, wo man was verdienen kann. Gleich im vierten Punkt sage ich noch, dann gerne. Und der vierte Punkt ist die spannende Frage für die Polizei auch der Fernbremsung von Kfz in Zukunft. Auch daran könnte die Polizei ein Interesse haben. Man denke an eine Verfolgungsjagd nach einem Banküberfall. War früher eher eine mühsame Geschichte, wenn man ein Auto fernab schalten könnte oder kann, wäre das äußerst attraktiv. Ich sage das mal alles wertfrei, weil wir ja eh nachher diskutieren, was davon ist gut, was davon ist schlecht. Bitte. Ich brauche ja eigentlich keine Radarfallen mehr aufstellen, weil man so wie bei einer LKW, dass ich jederzeit auslösen kann, welche Geschwindigkeit der Wand gefahren ist, wenn ich nachträglich aufgenommen habe. Im Extremfall ja. Im Extremfall ist es richtig, wäre das möglich. Ich gehe nur davon aus, dass das unsere Grundrechte derzeit verhindern würden, weil die Verhältnismäßigkeit des Eingriffs nicht gegeben ist, weil man quasi lückenlos dich überwachen müsste, wie du fahrst. Und das sozusagen, dieser sehr intensive Eingriff, dann sozusagen nicht verhältnismäßig wäre, wenn nur das zu schnell fahren damit geahndet wird. Ja, unsere Verfassung verlangt diese Verhältnismäßigkeit. Ein schwerer Eingriff ist nur zulässig, um schwere Vergehen zu verhindern.
Also beispielsweise an Mord wäre es wahrscheinlich zulässig, aber wegen einer Verwaltungsstrafe zu schnell fahren nicht. Technisch stimmt's. Praktisch glaube ich, dass uns da die Verfassung noch schützen würde, aber eine Verfassung kann man natürlich auch immer überwinden mit Verfassungsmehrheiten dagegen. Also insofern in einer Zukunft wäre es denkbar. Ja, das Selbstschutzkontrolle hätten Sie einen Vorteil, auf das Vergnügen können. Ja, das sind dann genau die Argumente natürlich. Genau, da gibt es noch ein technisch-juristisches Problem. Der Punkt ist, dass diese Sachen nicht geeicht sind. Ja, um jetzt tatsächlich eine Verwaltungsstrafe aussprechen zu können, muss ich ja zweifelsfrei beweisen. Das heißt, ich brauche geeichte Messinstrumente. Die Tachos von den Autos sind aber nicht geeicht. Und damit kann ich aufgrund dieser Daten keine Strafverfügung ausstellen, nur aufgrund sozusagen geeichter Section-Control oder geeichter Radar-Geräte. Das ist zu zeigen, weil auch GPS kann von den Amerikanern verstellt werden. Also man könnte quasi... Das ist von der harten Beweisbarkeit ist das sehr fraglich. Also ich sage mal, wahrscheinlich unter Umständen gibt es eine Möglichkeit, aber da muss man sich das ganz technisch ganz genau anschauen. Man könnte quasi im Prinzip das gesamte Fahrverhalten in Bezug auf bestimmte Strecken zur Sektionkontrolle machen, ne? Wenn die gesetzliche Grundlage da ist. Ich wollte sagen, und selbst das Gleichen würde ich nur bedingt das Problem sein, weil wenn man registrierte Kassen antworten, dann kann man auch die eigenen antworten. Ja. Ich bin jetzt nicht einmal gegen die registrierte Kassen, ja, das ist natürlich alles gestaltbar. Ja. Er nutzt zwei Werte, das Tacho und das GPS-Signal. Kann er beide vergleichen, korrelieren die miteinander und dann kann man annehmen, das passt. Richtig, aber sagen wir so, es ist nicht trivial, da wirklich sauber eine Rechtswidrigkeit nachzuweisen. Das müsste erst noch genau. Man kann aber gesetzlich sein passen. Ja. Also selbst im Worst Case gebe ich Ihnen recht, technisch möglich, noch wird wahrscheinlich das Grundrecht der Verhältnismäßigkeit das verhindern. Aber von der, also Sie haben schon richtig erkannt, wo die Reise im Extremfall hingehen kann. Ja? Gut, ja, und dann bleibt übrig, wer hätte noch ein Interesse? Ganz einfach derjenige, der im Auto sitzt und fährt. Das schwächste Glied derzeit noch in der Kette. Aber der hat das eigentliche Interesse, weil es sind seine Daten oder ihre Daten, die von dieser Person produziert werden. Ja? Und hier ist es eigentlich nicht einsichtig, dass im Moment im Prinzip der Betroffene selbst die geringsten Rechte an diesen Daten hat und Zugriffsmöglichkeiten, während der Hersteller mehr oder weniger alles offen hat. Ich würde jetzt kommen zur Frage Vorteile und Nachteile. Und dann können wir ein bisschen diskutieren. Und dann am Ende wäre es sozusagen noch ein Kapitel, was müsste man tun, um das Schlimmste zu verhindern. Aber ich finde immer die Debatte auch spannend, wenn sich Technologien entwickeln, wo sind Fehlentwicklungen, aber wo sind auch Dinge, die einen technischen Fortschritt ermöglichen, den wir alle wollen. Ja? Weil bei der Gesamtdigitalisierung ja unsere Ausrichtung nicht die ist, dass man sagt, das muss man alles zurücknehmen, sondern man muss die Rahmenbedingungen so gestalten, dass diese Technik sich in die richtige Richtung entwickelt und Kollateralschäden oder auch sozusagen direkte Schäden im Bereich der Privatsphäre und des Datenschutzes verhindert wird. Wo sind Vorteile? Die Vorteile liegen auf der Hand. Natürlich ist es eine enorme Steigerung des technischen Komforts, wenn ich Fahrassistenzsysteme habe. Ich glaube, da braucht man nicht diskutieren. Oder wenn mein Auto quasi gleich ein Homeoffice ist und ich zu einem Termin fahre und ich noch die Chance habe, wenn ich 10 Minuten Zeit habe, mich mit einem technisch tollen Komfort im Auto vielleicht auf einen Termin vorzubereiten. Oder vielleicht sogar noch schnell irgendetwas in meiner PowerPoint-Präsentation zu verändern. Kann ich jetzt, wenn ich meinen Laptop aufklappe, auch, aber das Auto wird sozusagen ein rollendes Homeoffice, ja, und das kann natürlich ein angenehmer Komfort sein. Ich habe schon gesagt, auch Warnsysteme sind natürlich ein Riesenvorteil, ein technischer Komfort. Wenn ich fahre und gewarnt werde, dass Glatteisbildung möglich ist, dann ist das einfach schlicht ein Vorteil. Wenn ich gewarnt werde, dass hinter der nächsten Kurve ein 2 Kilometer langer Stau beginnt, dann ist das ein Vorteil, weil ich rechtzeitig meine Geschwindigkeit reduzieren wäre. Auch so einer Vollbeschicht reicht aber. grundsätzlich würde es reichen, das ist richtig, aber wir wissen, dass viele das nicht so verantwortungsbewusst gestalten und ich würde sagen, auch der Letzte im Stau hat ein Interesse, dass vielleicht der Nächste, der kommt, gewarnt wird, weil der vielleicht nicht auf halbe Sicht fährt. Aber grundsätzlich gäbe es auch noch andere Möglichkeiten, da gebe ich recht. Da wäre dann auf einer Autobahn, wenn Sie das hören, wenn es da schon diese Hirsch oder mitten auf der Autobahn liegt, da ist er schon alleine gefahren und der schaut, hopp, und der sitzt sofort die Fahne,
auf dem Punkt ist, was dann wissen die nachkommen, hoppla, da vorne ist was. In der Zukunft wäre es so, weil der Sensor würde ein Hindernis wahrnehmen. Genau. Aber da sind wir beim Komfort. Der Vorfahrende würde über einen Sensor das Hindernis wahrnehmen und funkt nach hinten. Dass das sofort in den Umkreis geht, da ist was passiert, das geht in Sicherungsschläge. Das wäre sozusagen die Idee und das wäre nachweislich ein Vorteil. Aber selbst das lässt sich effizienter im Auto abbiegen mit. Selbst das lässt sich effizienter im Auto selbst abbiegen mit Radarsensoren, die Frauen, das ganze Zeug, nämlich vor Ort, wo es wirklich passiert. Ja, ich finde es spannend, wenn man nachher diskutiert, dass man auch nachdenken, gibt es Alternativen, damit bestimmte Anwendungen so nicht nötig sind. Ja? Das finde ich eher einen guten Ansatz. Der E-Call, natürlich hat der E-Call Vorteile. Ja? Wenn ich sozusagen derjenige bin, der im Unfallauto sitzt, dann wünsche ich mir, dass schnell die Rettung kommt. Auch das Erkennen technischer Probleme kann möglicherweise ein Vorteil sein in einer Werkstätte. Ja? Dass man halt in den Bordcomputer schaut und relativ schnell sieht, was hat das Auto. Ja? Das kann ein Vorteil sein. Dann intelligente Verkehrssteuerung kann ein Vorteil sein. Eine Stauwarnung kann mir eine Stunde Fahrzeit ersparen. Ich komme sicherer, schneller, aber auch möglicherweise mit weniger CO2-Ausstoß an einem bestimmten Ort, wenn die Route optimiert wird, weil ich weiß, dort komme ich nicht voran. Das wären die Vorteile. Die Nachteile, glaube ich, liegen auch auf der Hand und wir haben sie ja teilweise schon, wie soll ich sagen, gestreift. Es gibt sozusagen einmal zwei Sicherheitsprobleme im Auto. Das erste ist, dass unsere Daten in der Art und Weise, wie sie dort gespeichert werden und geschützt werden, nicht die Sicherheitsstufe haben, die sie haben sollten. Weil offensichtlich auch das Bewusstsein für die Sensibilität fehlt. Ja, das heißt, von dem her sind diese Daten absaugbar und angreifbar und wahrscheinlich weniger gut geschützt, ist, ich sage jetzt die Mutmaßung, weil wir auch wenig darüber wissen, wie die Hersteller wenig darüber sagen, aber es gibt, du hast mir das erzählt und ich habe es auch gelesen, diese Geschichte, wo BMW relativ leicht, sagst du das nochmal, wir haben kurz vorher geredet. Das war vor ein paar Monaten, gab es einen Bericht in der Zeitschrift CT, dass sich jemand mit relativ geringem Aufwand, also Gerätschaft an 1000 Euro, sich über diese Fernverbindung von einem BMW zum Hersteller hineingehängt hat, diesen Datenverkehr mitgesnifft hat, sich in diesen als meinende Mittel hineingehängt hat und Daten eingeschleust hat und damit geschafft hat, das Auto aufzusperren und den Motor anzulassen. Das heißt, auch ohne Schlüssel, auch ohne andere Möglichkeit, ist es dann unter Umständen möglich, zu einem Auto hinzugehen und sich aufgrund dieser, das jetzt nicht mit der Datensammlung zu tun hat, aber mit der Datenverbindung zum Hersteller, sich hineinzuhängen und das Auto zum Beispiel zu stehlen oder zumindest aufzuschließen, ohne die Scheiben einschlagen zu müssen, etc. etc. Also das hat man ganz manipulieren, ja. Unter Umständen während des Fahrens sich hineinzuhängen, den Motor abzustellen oder eine Zwangsbremsung oder die Bremsen auszuschalten. Was es da also an Möglichkeiten gibt, da kann man schön fantasieren, aber da gibt es ja viele Sachen, die ziemlich gefährlich sind. Genau, also Sicherheitsrisiko Nummer 1, das Absaugen dieser Daten, die gespeichert werden. Sicherheitsrisiko 2, du hast das angesprochen, ist genau das Eindringen und die Manipulation bis hin zur künstlich ausgelösten Fernbremsung. Und wenn wir bei der künstlich ausgelösten Fernbremsung sind, dann sind wir bei einem spannenden Thema, das ja mancherorts diskutiert wird, nämlich die Frage des Online-Mords oder des digitalen Mords, nämlich wann wird Technik so weit entwickelt sein, dass ich über die Manipulation von Online-Anwendungen Menschen in Gefahr bringen kann. Und der klassische Fall, auch das haben wir kurz vorher diskutiert, wenn wir Zeit gemacht haben, sind Herzschrittmacher und dergleichen, die Schnittstellen haben, aber auch das Auto wäre theoretisch, wenn es nicht genügend gesichert ist, natürlich ein Einfallstor, weil wenn ich in einer kurvigen Strecke eine Fernbremsung einlöse, dann kann es sein, dass es mich von der Straße katapultiert und mit fatalen und letalen Folgen. Ne? Also das ist das zweite große Risiko, neben dem, dass meine Daten verloren gehen, dass jemand die Funktionstüchtigkeit des Autos beeinträchtigt.
Vielleicht noch was zur Datensicherheit. Es geht ja da nicht nur ums Auslesen der Daten durch andere, sondern es geht auch darum, dass dann möglicherweise andere diese Daten im Auto fälschen können. Ja, wenn wir dann tatsächlich so Sachen haben wie Versicherung, wenn ich dem ein gefährliches Fahrprofil hineinspiele, kann er sich sehr wenig dagegen wehren, wenn dann nicht eben gesichert ist, dass das Beweisbild ist, dass es wirklich er war, der diese Daten erzeugt hat. Ja, das sind also ganz subtile Sachen, wo man dann sagt, okay, damit kann ich einem anderen einen finanziellen Schaden zufügen, indem ich ihm jetzt für Private vielleicht weniger interessant, aber wenn ich das bei einer Firma, einer großen Flotte mache, kann ich damit die Firma, weiß ich nicht, ruinieren oder sonst irgendwas machen. Also da sind noch Sachen drinnen durch Datenmanipulation, die wir jetzt noch gar nicht so abschätzen können, weil wir noch gar nicht wissen, wie das dann künftig ausgestaltet werden wird. Ne? Oder auch zum Beispiel als Nachweis, der kriegt dann eine Verwaltungsstrafe. Weil drinnen die Daten sagen, er ist im Tempolimit zu schnell gefahren. Dazu kriegt 250. Zum Beispiel, das kann ärgere Sachen haben, dafür wahrscheinlich. Also da reden wir also nicht mehr von Unannehmlichkeiten oder ein paar hundert Euro, sondern von ärgeren Sachen. Ja. Im Zusammenhang von einer Datenmanipulation berichten, ich habe ja in Kopenhagen mal ein U-Bahn-Ticket am Flughafen gekauft. Verrechnet wurde von der Kreditkartengesellschaft ein Eisenbahn-Ticket um den 10-fachen Preis. Und nur dadurch, dass ich das U-Bahn-Ticket noch aufgehoben habe, konnte ich beweisen, dass das ein U-Bahn-Ticket war. Ja, und das war wahrscheinlich eher ein Zufall, oder? Ja. Weil U-Bahn-Ticket ist schnell weggeworfen. Also das ist generell ein Thema, die Datensicherheit gegen Manipulation wird heutzutage noch relativ wenig abgedeckt. Genau. Da gibt es zwei Dinge. Das eine ist die Datenmanipulation, die missbräuchliche Verwendung von Daten. Mhm. Und das andere ist die Verwendung von Daten auf legale Weise. Ja, das ist ja genau, wo weiter geht. Ja, das wäre der dritte Punkt. Aber jetzt gehen wir noch sozusagen von außen. Ich habe beispielsweise ein Beispiel, einen Konkurrenten. Na, dann habe ich Außendienstmitarbeiter, die mit dem Auto unterwegs sind. Na, die Bewegungsprofile würde mich als Konkurrent interessieren, weil dann weiß ich, wo die Kunden sitzen. Dann schaue ich vorbei, ja, und unterbieten. Solche Dinge. Ne? Und deswegen ist so diese Security-Frage, die ja sozusagen eher auf der technischen Seite noch gar nicht auf der rechtlichen ist, wie geschützt sind diese Systeme so wichtig? Ja? Und da ist sozusagen der Vorwurf gegenüber den Herstellern, das wird komplett unterschätzt. Ja? Beziehungsweise ist nicht transparent. Dafür, dass die Hersteller das komplett unterschätzen, ist ja zum Beispiel das Keyless-Entry-System ein sehr gutes Beispiel. Weil der einzige Sicherheitsfaktor bei diesen Systemen ist die Entfernung. Das ist der Schlüssel weit genug weg. Und es gibt bereits jetzt Systeme, mit denen man diese Entfernung überbrücken kann, also Verstärker. Der eine Verstärker ist beim Auto, der andere Verstärker beim Schlüssel. Und das Auto lässt sich locker aufsperren. Schaden, das man kann damit wegfahren. Das wäre mit NFC zum Beispiel, ne? Gemeint mit diesem Token. Genau. Ja, genau. Das habe ich ja schon gezeigt für Kreditkarten, dass man das weiterleiten kann. Das heißt, wenn jemand so ein Token fürs Auto in der Tasche hat, reicht es, wenn ein anderer ihm das Handy dranhält und der andere geht mit seinem Handy zum Auto und kann das Auto aufbauen. Das sind viele Sensoren, mit dem Thema ein bisschen größer als bei NFC-Chip, das sind so nur 4 cm. Genau. Nächster Punkt ist von euch eh schon angeschnitten worden, ist der gläserne Autofahrer gegenüber dem Hersteller. Man ist quasi ein offenes Buch gegenüber seinem Hersteller. Das ist dem wenigsten bewusst. Und ich habe es eh schon angedeutet in dem Vortrag, das Problem ist, dass der Hersteller natürlich einerseits ein Interesse an den technischen Daten hat, aber natürlich auch an dem Datenvolumen ein Interesse hat, weil er diese Daten möglicherweise weiterverkauft. Dafür gibt es einen riesen Markt. Und wir erkennen gar nicht, dass wir in Wirklichkeit ein weniger Datenlieferant dafür sind, dass jemand anderer nicht ein Geschäft macht, sondern auch unsere Daten mehr oder weniger offengelegt werden, möglicherweise repersonalisierbar sind. Ja, der nächste Punkt, auf den haben wir schon angedeutet, ist der Klassiker, der gläserne Bürger, der gläserne Kfz-Lenker gegenüber den Sicherheitsbehörden. Wir führen beispielsweise im Bereich der Vorratsdatenspeicherung eine mühsame Auseinandersetzung um die Grundrechte, was unsere Kommunikationsdaten betrifft. In Zukunft kommen die Kommunikationsdaten unseres Autos dazu, weil natürlich diese Daten von enormer Bedeutung sind. Es ist nur eine Frage der Zeit,
bis sich staatliche Behörden überlegen, wie lange müssen solche Daten gespeichert werden. Gleiche Debatte wie bei der Vorratsdatenspeicherung. Die Argumente kenne ich schon, wenn dann irgendwo was passiert, dann ist es ja interessant zu wissen, wer war wann wo, welches Kfz war dort. Und dann entstehen natürlich genau diese Argumente wie bei der Vorratsdatenspeicherung, dass präventiv, ohne dass wir uns noch zu spät was zu Schulden kommen lassen haben, diese Daten irgendwo gespeichert werden, damit die Sicherheitsbehörden irgendwann darauf zurückgreifen können. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, wenn diese Bewegungsprofile, die da jetzt entstehen, staatlichen Behörden einmal präventiv zur Verfügung stehen. Der ist im privaten Interesse nicht so, aber im unternehmerischen Interesse natürlich für das Finanzamt ist auch eingebunden, dass bei uns Bewegungsdaten von den Flotten und Fahrzeugen. Ja, ich nehme mal an, Kilometer geht Manipulationen hin und um. Genau, digitales Daten und so weiter. Jetzt kann man bei dem, richtig, ja, jetzt kann man bei dem allen sagen, naja, meine Güte, das sind ja alles Leute, die was machen, was gegen die Gesetze ist. Ja. Nur das Problem, das wir haben, ist schon eines, dass erstens dann geringe Vergehen schon mit relativ schweren Überwachungsmethoden bekämpft werden, wo die Verhältnismäßigkeit total ins Rutschen kommt. Das ist das eine. Und das andere ist, dass mit diesem Argument immer mehr Daten auch künstlich produziert und gespeichert werden. Man muss damit natürlich transparent machen. Ja. Es ist schon klar, wenn ein Mord passiert, kommt die Spurensicherung und zeichnet auf, welche Daten es gibt. Das heißt, wenn Daten vorhanden sind, dann werden nicht bei jedem Delikt, aber bei schweren Delikten auch Polizei und Staatsanwaltschaft darauf zugreifen können. Das Problem ist aber nur, dass immer mehr Daten eben künstlich von allen, die nie was machen und die nie was gemacht haben, gespeichert werden, weil es könnte ja irgendwo irgendwas einmal sein. Das ist genau das, wo man irgendwo immer an der Kippe dann steht. Man sagt, da beginnt dann irgendwann einmal die Überwachungsstaat. Ja. Und das kommt total ins Rutschen und insofern ist das auch ein spannendes Beispiel, weil halt hier wieder zusätzlich Daten produziert werden. Vor 20 Jahren hat es die Smartphones nicht gegeben, da war das alles kein Thema. Vor 10 Jahren hat es das bei den Autos nicht gegeben und man merkt sozusagen, wie natürlich die Digitalisierung, die technische Entwicklung voranschreitet. Aber bei den Freiheitsrechten kommt es dann zu den massiven Kollateralschäden und auch Verschiebungen. Ich mache gleich einen Punkt, ich merke das auch als Politiker. Wir argumentieren das mit allem Nachdruck und aller Leidenschaft, aber es gibt einfach Leute, die stehen fix am Standpunkt. Wenn es die technische Möglichkeit gibt, warum sollen sie Sicherheitsbehörden nicht nutzen und wir schützen ja die Falschen damit? Da und da. Ja? Ein normaler Mord wird man mit großen Werden machen. Ein Terroranschlag mit, dass ich 10 Toten und das Gesetz wird durchgeboxt, wenn es die Möglichkeiten gibt. Und sie haben in einem Radiusbereich von 50 Kilometer 3 oder 4 Tage, jedes Auto wird genau mitverfolgt, wer hat sich wo bewegt. Genau. Sie lassen das einfach ausspielen wie im Film. Genau. Und dafür, dann kommt aber das nächste Argument, da muss ich diese Daten noch speichern, weil wenn ich sie sofort lösche, sind sie weg. Wie lange? Und. Und dann von jedem. Und mit allen Kollateralschäden, weil dann ist ja jeder mal präventiv verdächtig. Ja, jeder, der sich durch den Bankkreis bewegt, hat das verdächtig. Genau, und wenn er dann noch irgendwas hat, vielleicht die gleiche Automarke wie jemand, der irgendwo verdächtig ist, dann ist man schon im Fokus und immer mehr. Bitte. Also im Zuge dessen, was wir aufzeichnen, wie die Menschen Auto fahren, wie gut oder wie schlecht. Ja. Und wie man sagt, die Diskussion aufgekommen im Zuge von diesem Google Car, wie lange darf der Mensch noch Auto fahren und wann man ihn von der Technik umleiten. Und wie ist also der Zugang zur Politik? Das geht jetzt Richtung selbstfahrendes. Selbstfahrendes Fahrzeuge, ja. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, das sind Fragestellungen, die an der Politik vorbeigehen. Und das ist auch ein Wesen aller dieser technischen Innovationen, dass die viel schneller sind als die Politik und die Politik komplett reaktiv ist. Ja? Irgendwann einmal, wenn die Geschichte mehr oder weniger fertig ist, entwickelt ist, teilweise schon im Einsatz ist, dann kommt die Politik drauf, ja, entweder da könnte was falsch laufen, dann müssen wir was anders machen, oder na super, da können wir ja sozusagen noch was machen, indem wir diese Daten absaugen. Ich mag euch sozusagen nicht desillusionieren, weil es meine Branche ist, die Politik, und deswegen versuche ich ganz bewusst, sage ich auch, diese Themen, es ist kein Zufall, dass ich das zum Thema mache, rechtzeitig aufzugreifen, aber die Politik ist leider in vielen Fragen viel zu reaktiv. Insofern gibt es hier wenig Diskussion noch. Ich glaube grundsätzlich, aber das wäre eine spannende Diskussion, wir haben jetzt so Zeit, wir kommen gut durch, wie wir diskutieren können, ist das selbstfahrende Auto ein Ziel oder nicht? Ich bin selbst unschlüssig. Ich hätte tendenziell gesagt, wenn man gewisse datenschutzrechtliche Fragen im Griff kriegt,
Aber das ist ja eben das Thema, ich bin ja dann nur mehr Beifahrer an meinem eigenen Auto in Konstruktion, fahre dann nur mit und wenn das dann eben durch Sicherheitsmängel ferngesteuert werden kann, ja, kann es ja theoretisch auf Sache eingesetzt werden, wie immer, ja, aber das für die Vorteile wieder. Und ja, genau, aber das wäre spannend, wenn man das vielleicht am Ende noch diskutieren wollte, zu sagen, ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt, im Buch kommt demnächst die erste Generation der selbstfahrenden U-Bahn. Ja? Mhm. Wo auch die Steuerung von außen passiert und der Fahrer nur mehr, na, Fahrer gibt es keinen. Das wird eine zentrale. Das ist doch nicht drinnen, glaube ich. Ja, genau, stehende Begleiter gibt es noch, aber ich bin mir nicht sicher, wie sehr die Eingriffsmöglichkeiten haben. Vielleicht. Es gibt die laufen wirklich automatisch, also von den Sicherheitssystemen ist es kein Problem. Auch heutzutage sitzt zwar vorne noch ein Fahrer und Anführungszeichen drinnen, aber der drückt eigentlich nur den Türschließknopf und dann auch einen Knopf und die U-Bahn fährt automatisch bis zum nächsten hin und hält dort automatisch an. Also auch heute schon haben wir schon einen semi-automatischen Betrieb. Und es ist übrigens auch kein dezidiertes Ziel, da jetzt unbedingt den Fahrer zu eliminieren. Stattdessen wollen sie die Leute dann sowieso als U-Bahn-Begleiter verwenden, die also dann in der U-Bahn eigentlich mehr mit den Fahrgästen kommunizieren und denen weiterhelfen und gewisse Sachen machen. Ein großes Problem ist da tatsächlich dann noch das Türenschließen, weil da der Mensch wahrscheinlich gar nicht so ersetzbar ist, weil es einen sehr großen technischen Aufwand bräuchte, zu erkennen, wann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um auf den Türschließknopf zu springen, wenn er hin und drückt und kann ich erfahren. Nein, das ist es nicht, sondern zu erkennen, sind jetzt schon alle ausgestiegen und die meisten schon wieder eingestiegen. Ja? Es ist dann immer eine Abschätzung, ich bin im Zeitplan ein bisschen weiter hinten, ich müsste eigentlich schon losfahren, es steigen noch immer Leute ein, also solange Leute noch aussteigen, darf ich überhaupt nicht losfahren. Wenn Leute noch einsteigen, muss ich schauen, okay, sind das jetzt Massen oder sehe ich die U-Bahn ist eh schon voll, die kann man eh nicht mehr rein. Dann kann ich die Türen sozusagen zwangsläufig. Der zweite Teil gibt es einen Hinweis dazu. Mit dem schlechteren, vorhin erwähnte U-Bahn-Karte, ist für U-Bahn in Kopenhagen gegangen, dort fährt es bereits, da ist niemand drin in der U-Bahn. In Nürnberg, die jüngste U-Bahn-Linie, fährt auch ohne. Die Türe schließt irgendwann. Ich möchte nur mehr auf das Politische zurückzukommen. Wie sehen wir das? Wir sind ein kleines Land. Wie weit sind wir in dieser Frage immer noch autark, was das Ganze ist? Wie weit spielt CETA, TTIP da mit rein, TISA mit rein? Das Ganze spielt sich ja woanders da. Und die haben jetzt mit den Abkommen sagen, ja, das ist unser Standard. Ja, kennen wir uns dann dagegen wehren, wenn wir jetzt der CETA, TTIP und TISA abgeschlossen haben? Da können wir sagen, ja, wir hätten gern. Da kommt ihm dann der Herzog, diese Republik Österreich, du musst, du kannst auch dein Gesetz dort irgendwo. Ich würde vorstellen, schieben wir an dieser Stelle quasi mit einem Diskussionsblock ein, der in die Richtung geht, wollen wir diese Entwicklungen, wollen wir sie nicht, wo sind die Listen, die Chancen? Ja, würde ich jetzt einladen, dass wir einfach nur diskutieren und am Ende noch vielleicht eine kurze Schleife machen, was wäre datenschutzrechtlich notwendig, um mehr Sicherheit zu schaffen, beziehungsweise das ist ja das Wichtige, den Inhaber, den Produzenten der Daten über den Hersteller zu stärken. Wie weit sind wir noch autark? Ich würde mal sagen, durch EU-Beitritt sind wir schon nur mehr eingeschränkt autark. Das Beispiel E-Call aus der Europäischen Union, da gibt es keine Wahlfreiheit, ob Österreich das will oder nicht. Allerdings darf man nie übersehen, dass Österreich natürlich als Teil der EU auch an diesen Prozessen teilnimmt. Deswegen ist es immer fatal, wenn die Politik sich nicht damit beschäftigt, weil das sozusagen in Brüssel dann diskutiert wird, am meisten in der Kommission auf Beamtenebene, die Politik dazu nicht aufgestellt ist, das nicht gestaltet, dann kommt es und dann entdeckt man, hoppala, was ist da los? Nur dann ist es zu spät, weil dann muss man umsetzen. Und daher ist es wichtig, viele Politiker zu haben, Bürgerinnen auch, man soll sich ja nicht auf die Politik verlassen, viele Bürgerinnen, NGOs, zum Beispiel, ja, und die rechtzeitig diese Debatte aufs Radar bekommen und dann auch Druck machen, was im Rahmen der EU zu diesem Thema passiert, wenn einmal irgendwas beschlossen hat, es fehlt. Das TTIP natürlich ist insofern ein Problem, weil das TTIP ja definiert, dass bestimmte Gesetze kein Handelshemmnis sein dürfen,
Natürlich können unterschiedliche technische Schutzstandards, Datenschutzstandards theoretisch dann als Handelshemmnis, wie soll ich sagen, visiert werden, von großen Konzernen und Druck ausgeübt werden, dass man diese Standards zurückfährt. Und das ist ja die große Gefahr von BDIP allgemein, dass es durch eine Individuum stattfindet, dass mächtige Konzerne diese Schutzvorschriften zerschießen. Insofern, deswegen ist die gefährlich gut und abgebracht. Jetzt nur kurz die Klammer, eigentlich sollte man das Gemeinwohl der Gesellschaft über die Interessen des Handels stellen, noch kurz dazu. Und die andere Geschichte ist, wir müssen von der Information und von der Rechtzeitigkeit her des Einschreitens auf jeden Fall die Journalisten mit ins Boot nehmen. Das heißt, die Journalisten und die Gesellschaft informieren sich praktisch gegenseitig, erzeugen Druck und das geht dann in Richtung Politik, weil Politik ist. Also wenn wieder die Gesellschaft auf den Bürger verpflichtet und wenn da der entsprechende Druck spürbar ist, dann reagiert die Politik drauf. So ist es. Und wenn kein Druck da ist, dann läuft es irgendwo. Absolut am Punkt. Ja, die Lobby ist die. Genau. Die machen nämlich Druck zum Unterschied von den anderen. Bitte, ja. Ich glaube, dass man dem Ganzen rechtlich nicht wirklich beikommt. Und man kann es für das eine oder das andere Teil rechtlich lösen, was man mit den Daten da hat oder nicht da. Aber das verhindert nicht, dass man es dann illegalerweise diese Daten sowieso sammelt und weiterbringt. Also ich glaube, das kann immer nur, also ich glaube, dass es viel mehr Sinn machen würde, wenn man technische Vorkehrungen schafft, damit diese Daten dann nicht so verwendet werden können, wie es andere vielleicht verwenden würden. Banküberfälle gibt es jetzt auch noch immer, aber es gibt nicht täglich welche, wo 5 Leute sterben, weil da wieder Rest hier ist. Ja. Es haben beide recht, aber auch für die technischen Voraussetzungen braucht es im Prinzip jemanden, der sagt, die sollen geschaffen werden. Und deswegen ist wieder quasi das Politik und die gesetzlichen Rahmenbedingungen. Warum läuft das? Das ist die normale Schulfrage. Das ist ja jetzt die Auto, das ist ja nur eine Anwendungsfrage. Es gibt ja noch so Smart Meterin, wo wir nicht das Problem haben. Wir gehören die Zählerdaten, wer kann das damit tun? Und deswegen mit dem Internet of Things jetzt noch viele andere Geräte dann in Zukunft geben, die Daten sammeln können und sammeln werden. Das muss aber ein globales Framework sein, um dieses Ganze in den Griff zu bekommen. Ja, das Smart Meter ist ein guter Hinweis. Dort sagen die gesetzlichen Rahmenbedingungen zu den Schutzvorschriften nur einen einzigen Satz mehr oder weniger, und der lautet, sie müssen dem Stand der Technik entsprechen. Und das ist die Selbstaufgabe. Ja. Und solange wir eine Politik haben, die mit dieser Frage, die richtig angeschnitten ist, liegt es ja nicht so weit auseinander, weil du sagst, es muss sozusagen gesetzliche Rahmenbedingungen geben und den Datenschutz, und du sagst, es muss die technischen Anwendungen geben, und es muss jemand geben, der sich verantwortlich dafür fühlt, dass diese technischen Rahmenbedingungen geschaffen werden, ja? Der technische Datenschutz. Und das ist dann wieder die Politik, und insofern meint es eigentlich das Gleiche. Also möchten Sie ja die Novellen, die Gesetzesnovellen ersparen, wenn man reinschreibt, soll der Stand der Technik entsprechen, was auch immer das dann ist. Ne? Genau, da will man sich sozusagen, in Wirklichkeit ist das das Eingeständnis, dass natürlich die Technik den gesetzlichen Vorschriften immer voraus ist und davon galoppiert. Und es stimmt schon, wenn ich jetzt einen bestimmten technischen Stand reinschreibe, dann wird der in ein, zwei Jahren bei den Innovationen, die wir derzeit erleben, veraltet sein und wenig wert sein. Auf der anderen Seite, das ist doch Verordnung geregelt, dann muss man halt die technische Entwicklung beobachten und dann ändert man halt diese Verordnung einmal im Jahr. Ja? Nur Stand der Technik ist eine Nullaussage. Insofern, ja, man will sich ersparen. Das muss ich irgendwie widersprechen. Bitte. Ich schreibe technische Sicherheitsgutachten. Der Stand der Technik ist sehr, sehr gut definiert, allerdings nicht trivial festzustellen. Also wenn in einem Gesetz drin steht, Stand der Technik, dann kann der ermittelt werden und der ist dann beinhart und der ist relativ hoch. Der Stand der Technik bedeutet nicht, naja, irgendwas, was man halt so macht, sondern das bedeutet tatsächlich auch Best Practice. Also es gibt noch schärfer, das ist der Stand der Wissenschaft und Forschung. Wissenschaft und Forschung, das ist wirklich das Bleeding Edge, wo man wirklich das Höchste machen muss, und Stand der Technik ist das Beste, was man im technischen Umfeld findet. Also wenn es einen gibt, der das hinauftreibt, dann ist das an dem zu orientieren und nicht an dem, was alle irgendwie so machen. Ja, also Stand der Technik Smart Meter, geht nach oben. Zeigt die Praxis was anderes. Das ist nicht einhalten, ist was anderes. Keine einzige Ausschreibung
das entspricht dem theoretischen Stand der Technik. Und Sie sagen selbst, wir wissen gar nicht, was der Stand der Technik ist. Beim Smart Meter hat man das dann versucht festzustellen. Ja, beim Smart Meter sieht man die Problematik der Stand der Technik heute. Ja, kann man vielleicht feststellen, kann man vielleicht vorstellen, aber so ein Smart Meter soll 10, 15 Jahre eingesetzt sein, im Betrieb sein. In 10, 15 Jahren habe ich einen anderen Stand der Technik. Nein, das ist auch nicht das Problem, weil das lässt sich festschreiben. Und zwar ist das dann auch gesetzlich geregelt, der Stand der Technik, wenn ich meine Entwicklung mache und mit dem Produkt auf den Markt komme, dann ist dieses Produkt für so und so viele Jahre gut genug. Ja, für 7 Jahre gut genug. Richtig, richtig. Also das ist ein Punkt, den sich die Gesetzgeber vor Augen halten müssen, dass sie auch da nachschärfen müssen, dass sie sagen müssen, ja, das ist eine besonders schnelllebige Branche. Das heißt, da, wie lange gilt der Stand der Technik für ein Produkt, für eine Produktserie, die jetzt einmal dem Stand der Technik entspricht, aber in 5 Jahren, in 10 Jahren unter Umständen nicht mehr. Das heißt, nach 5 Jahren ist dieses Produkt nicht mehr Stand der Technik und muss daher ausgetauscht werden. Das ist, sind so Sachen, die sind... 3 Jahre austauschen, das Weil mir ist extrem die Politik hat ein großes Interesse, dass das vorangetrieben wird und das ist der Grund, warum das auch noch so möglich ist. Aber wenn Sie mir jetzt das Interesse erklären können, wäre ich dankbar, weil ich sehe es nicht. Ich verstehe nicht, warum man das Smart Meter so vorantreibt. Warum will man es einführen? Warum soll es einführen, die Firmen, die da mitgeschlechten, die Firmen, die Wirtschaftsinteressen, waren Teile der Wirtschaft, haben Interesse. Das Interesse dahinter, die Netzbetreiber kämpfen damit, dass sie einen Tarif bekommen. Das ist eine Möglichkeit, ja, dass man die Zusatzdienstleistung. Die machen Zusatzdienstleistungen, können wir sagen müssen, da gibt es doch überhaupt dann. Das ist jetzt gut. Aber jetzt biegen wir ab zum Smart Meter. Vielleicht machen wir das nächstes Jahr. Die Politik, wir haben Interesse daran, dass das Auto synchronisiert wird. Man braucht kein Auto ohne irgendeine Elektronik drin. Weil die Autohersteller auch leben wollen und das Geschäft machen wollen, die haben auch Interesse, dass das eigentlich funktioniert. Ja, aber ich glaube schon auch, dass der Kunde natürlich Interesse hat an dem Komfort, die Technik bietet, so wie alle freiwillig das Smartphone verwenden und nicht irgendein anderes Handy, das theoretisch noch. Es wird aber auch in Zukunft Leute geben, die noch im Oldtimer fahren. Das meine ich jetzt gar nicht abwerten. Ja, die sagen, wo ist und wie. So, bitte. Also, jetzt ging eher auf das Grund, kann man das auf alle Punkte mehr oder weniger ausführen. Das Interesse zum Beispiel, das war bitte jetzt nicht, dass die Kinder davon haben, diese kleinen Vorteile, die es auf der Kaufwerte gibt, keine sauberen Ausdruck, sondern es geht darum, dass man das Ganze mehr administrativ sehr viel viel einfacher machen kann. Es braucht zum Beispiel da ablesen, zum Beispiel abklären oder für sonstige Vorgehensweisen niemand mehr ausreiten, sondern man kann das alles immer gerne machen. Und die ersten Marktplätze sind eingebaut und die Sprungindustrie ist inzwischen schon sehr stark konfrontiert mit den ersten Hacker, also das sich Dinge. Und ich als Kunde sehe überhaupt keinen Nutzen für mich, so ein Ding anzuschaffen. Und ich müsste eigentlich freigestellt werden und sagen, ich will das nicht. Genau. Diese Möglichkeit, die uns da geboten wird, nein, das ist ja nur eine theoretische. Ich kann zwar sagen, ich will das nicht. Ich komme dann trotzdem ein Smart Meter, der hoffentlich deaktiviert ist und trotzdem den ganzen Shop kann, wie es tut, nur ich kriege meine Informationsdaten nicht. Ne? Ich gebe jetzt ein Versprechen ab, wenn ich wieder eingeladen werde, zu referieren, mache ich nächstes Jahr Smart Meter. Das wird nicht viel diskutiert, ich möchte nur trotzdem gern wieder einladen zum Auto zurückzukehren. Aber das war wieder nicht mehr vor, weil, mit dem habe ich mich sehr intensiv beschäftigt und wir haben damals als Grüne diese Opt-out-Regelung hinein verhandelt, die jetzt genau unterlaufen wird, wie Sie sagen. Ja? Das Ganze ist ein Witz, nur wenn wir uns da jetzt empören, dann sind wir weg vom Auto und ich würde einladen, nach dem Auto des Themas zum Auto zurückzukehren und ich verspreche es, wenn ich eingeladen werde, mache ich nächstes Mal Smart Meter. Aber wie das aufs Auto zurückzukommen, das ist ja dort ganz genauso, wenn Sie als Kunde diese Vorteile, dieses Auto, als dieses Großauto, das Sie schon genannt haben, bieten, eher nicht wirklich eine Erweiterung sehen wird. Ich habe gesagt, ich kann meine Office-Präsentation auch mit dem Laptop vorbereiten, mein Auto braucht das nicht. Mein Auto muss im Prinzip nichts anderes tun, als mich von A nach B zu bringen. Und dafür brauche ich Navigation, vielleicht eine SMS angezeigt, irgendwo ein Telefongespräch gebraucht. Das ist schon alles, was ein Auto eigentlich können muss. Der Rest ist Interesse der Hersteller und der Industrie. Das ist ein Smartphone genauso. Ja. Wenn jemand fragt, ob ich mehr als telefonieren möchte. Ja.
beim Auto sehe ich so, dass ich möchte ein Auto haben, das passiv ist, das mir dauernd in den Wert reinfunkt, wo ich bin, was ich tue und so weiter. Ich kann das alles ja passiv machen. Ich kann mir Verkehrsinformationen einfach passiv, die werden jetzt da ausgestreut. Ich muss den Wagen auch was tun. Ich möchte ein Beispiel zum Auto sagen. Ich habe ein neues Auto bekommen und ich bin halt nur einer, der den alten anhängt. Und beim Vorgängermodell habe ich, also ein Benziner, eine Ausschaltung für die Benzinpumpe gehabt, damit einen Diebstahl sichern kann. Das habe ich bei dem neuen Auto, bei einem Diesel, auch gewollt. Habe es bekommen. Aber ich habe es also auch ausprobiert, weil es funktioniert. Und bei meiner ersten Ausfahrt nach Rollendorf auf einmal hat mir das Display angezeigt, eine Fehlermeldung, du darfst nicht weiterfahren. Worauf ich also angerufen habe, also eine Nummer, das ist dann der Touring Club gekommen im Auftrag dieser Herstellerfirma, der konnte das nicht rauslöschen. Aber er hat mir gesagt, ja, Sie können weiterfahren, weil es hat nur angezeigt, dass die Förderpumpe nicht gefördert hat. Aber das sind Kleinigkeiten, die ja bereits anzeigen, wohin wir gehen. In Amerika, ja. Die meisten Fehler sind im Auto ja irgendwelche Sensorfehler und nicht die echte Fehler. Ne? Ja, ja. Eben, das weiß man dann nicht, ne? Sie in diesem Fall. Ja, die werden schon ganz rauslöschen müssen. Das ist erst, und dann immer nur so der Zeitpunkt, habe ich das gegeben, dass man das Auto nur standen hat, aber genügend wenig Alkohol getrunken hat. Solche technischen Anwendungen sind denkbar. Ja, es gibt das bis hin zur Entmündigung, jetzt kann man sagen, Vorteil, Nachteil, aber wenn man mit dem Auto 2,5 Stunden fährt, dass das Auto sagt, so jetzt muss der Pause machen, oder fast 2,5 Stunden. Das ist denkbar, ja? Es gibt andere Sachen, du kannst den Fahrer mit einer Videokamera überwachen und kannst den unseren Augenblinzeln überwachen, und wenn das langsamer wird, dann sagt das Auto, lieber Freund, du bist zu müde, machen wir eine Pause. Das geht, also solche Überwachungssysteme gibt es für Lkw-Fahrer. Durchaus sinnvoll sind. Die Frage ist, was passiert mit den entsprechenden Daten? Und dann kommen wir aber jetzt wahrscheinlich eh schon langsam dazu, dass wir uns mal überlegen, wo macht es denn überhaupt Sinn und wo gibt es gelindere Mittel? Als Datenspeicher. Und wenn das Ganze ein autarkes, passives System ist, das die ja oft auf der Einschloss, ja, warum nicht? Aber ich muss das abspeichern. Ja. Ich brauche kein technisches System, das speichert. Genau, kurzes Beispiel. Daten zu verlöschen, also keine Speicherung. Beispiel E-Call. Ja. Der E-Call muss die aktuelle Position wissen, aber nicht die Position vor, ich weiß nicht, 10 Minuten. Ja? Vielleicht muss er die letzten paar Minuten wissen, aber mehr nicht. Zum Präzisieren, ja, kann ich nur drüber sein. Und vor allem, er muss auch nicht die Identität des Fahrzeugs bzw. des Fahrzeughalters übermitteln, sondern letztlich muss er nur sagen, bitte, hier ist ein Unfall passiert. Ja? Kommt. Ja? Weil den Leuten ist vollkommen wurscht, was das ist. Vielleicht noch den Autotyp, damit sie wissen, ob sie mit schwerem Gerät kommen müssen oder dass die Feuerwehr gleich kommen muss. Der Rauchmeter, der Brandmeter, das brennt schon. Das kann man ja auch noch wegschieben. Nein, das ist sowieso, da müssen sowieso alle hin. Gegenüber der Identifikation des Fahrzeuglenkers, gibt es massive Eingriffe von Seiten der Rettungsdienste, dass die das wissen wollen, weil die wollen das natürlich gleich mit den Gesundheitsdaten korrelieren und wissen dann sofort, ob sie einen Arzt mitschicken müssen oder nicht. Also auch da gibt es Argumente dagegen, aber grundsätzlich bin ich natürlich auch dafür, dass diese Daten einfach weniger gespeichert werden, ohne dass sie das so gerne kriegen. Das wird ja auch bei der elektronischen Gesundheitsakte diskutiert. Wenn man einen Praktiker fragt, sagt er, das ist ein Blödsinn, weil jeder Notfallsarzt darf sich nicht auf irgendwelche gespeicherten Daten verlassen und darf auch, weil er dann erst überprüfen musste, ob diese Daten dann überhaupt zu der Person passen.
Ja, selbst wenn der am Handgelenk irgendwas trägt, was drauf gespeichert ist, müsste erst überprüfen, wie aktuell ist das, passt das alles. Stattdessen muss er sowieso im Notfall kurz und rasch eingreifen und dann muss er sich auf die Symptome verlassen und auf nichts anderes. Also diese Argumente kommen zwar immer, aber man muss sich sehr genau überlegen, von wem kommen sie, aus welchen Gründen, was könnten noch für Interessen dahinter stehen. Ich glaube, wir wollen einen Punkt vom Vortragen. Einen Punkt? Einen Punkt, der uns sagt, hier. Ja, genau. Okay, das ist sozusagen die Überleitung zum Schlusskapitel. Das ist die Frage, was können wir im Bereich des Datenschutzes machen, um dieses Problem in den Griff zu kriegen. Ich möchte aber eine Frage vorher stellen. Für wen von euch ist das selbstfahrende Auto eher eine Negativvision und Negativvision, neutrale Version oder eine positive Version? Mich interessiert einfach nur die Stimmungslage. Ich bin ja selbst hin und her gerissen. Wer würde sagen, das ist eher für mich eine negative Vision, eine Horrorvision? Das wäre die neutrale Position. Das Google selbstfahrende Auto kann man überhaupt nicht einklappen. Da gibt man nur mehr ein, ich will mich dort und dort hin und das Auto werden. Man kann natürlich noch sagen, jetzt nicht mehr, fahre ich fahren, das was nicht ausreichen. Aber genau, also es ist im Prinzip ein Taxi. Ich habe sowohl für das selbstfahrende Auto als auch für diese ganzen Datentransfers diese wesentliche Voraussetzung, dass man weiß, was passiert da und welche Eingriffsmöglichkeiten habe ich und welche Funktionen kann ich ausstellen. Und das gilt auch für das selbstfahrende Auto. Kann ich, weiß ich, was das jetzt machen wird und kann ich das ausrechnen und selber übernehmen. Ich möchte nur kurz was sagen zu der Frage technische Fehleranfälligkeit. Das ist ja eine spannende Frage, weil im Prinzip muss man sagen, das ist eine Einschätzung, ob man eher glaubt, dass das menschliche Versagen das höhere Risiko ist. Das haben wir jetzt. Ich kann mich völlig konform und Sicherheit, also mit viel Sicherheit bewegen auf der Straße, wenn der gegenüber schnell die Kurven geht, schießt er mich ab. Oder glaube ich, dass sozusagen die Technik wenig Risiko bietet, natürlich auch mit einem Restrisiko, weil auch die kann versagen. Aber glaubt man sozusagen, jetzt gibt es 500 Verkehrstote, dass es mit der Technik vielleicht nur mehr 30 gibt? Als Beispiel, ja? Ich sehe das Google Autos als Designstudio und bitte zeigt man mir das, ein Bergbauer wohnt da oben und der fährt auf seine Hitten auf, ohne dass er ein Lenkrad hat, wird das selbstfahrende Auto dort nicht funktionieren. Ja, da geht's ja mehr ganz einfach. Ganz wichtig. Dann geht es ja mehr um den Bahnenraum. Da muss ich mir so ausverkaufen, gibt es einen anderen mehr und da kann ich mir das ist das. Ja, genau. Also, tendenziell, das Smartphone lehrt uns das eigentlich die anderen Produkte vom Markt. Muss man jetzt ehrlich sagen. Aber wahrscheinlich wird die erste Generation eine Kombination sein, schon aus diesen Problemen heraus. Aber da waren jetzt noch ein paar Wortmeldungen. Ja, dann sind wir weg. Du hast eine Drehfahrer, da muss ich jetzt nicht dauernd vor den Lieber und Negativ und für den Stadtverkehr halte ich es für eine absolute Schauen wir mal. Einerseits sind selbstfahrende Fahrzeuge, wenn wir so im Hinterkopf haben, die auch größere Entfernungen überbrücken, da ist es irgendwo mal sinnlos. Im Endeffekt wäre das ideale Ding, ein selbstfahrendes Fahrzeug im Nahverkehr, wo man auch abgelegene Adressen erreicht. Und im Übernahverkehr gibt es dann irgendwelche Bahnhöfe, wo die Autos nicht länger sind, als ein Zug breit ist und fahren da quer rauf und dann beim nächsten wieder runter. Ne? Während der Fahrt vielleicht noch geladen elektrisch und das ist meine Sache. Also, ein Carsharing, das war vom Bull, ist quasi das persönliche Fahrzeug, kann man im Vordergrund stellen, dass man das nächste Auto nimmt. Und man, das wirst du schon brauchen, weil das Gepäck hast du ja irgendwo, das möchte nicht da rumlaufen. Ja. Aber es macht ja keinen Sinn, Autos mit dem Zug zu transportieren, weil er vom Zielort sowieso wieder mehr Auto rausfahren kann. Richtig. Die Technik ist, wie man sieht, aus der Vergangenheit einfach nicht aufzuholen. Statt von der Dampflokal und sondern beim Auto. Wichtig ist, dass der Schutz des Individuums gegeben ist, dass der mündige Bürger erstens relativ viel weiß über alle diese Dinge und dann in dem entsprechenden demokratischen Prozess auch da kann wahrscheinlich wirklich nur hinten nachdenken, die Juristerei,
das so ausgestaltet, dass das auch unseren individuellen Rechten entspricht. Das vollautomatische Auto, ich glaube, alles diese Dinge, zum Beispiel Kameras, die also viel kürzere Intervalle fixieren können, als wir das je mit unserem Auge konnten, und alle unsere anderen Sinne werden halt durch die Technik immer verbessert. Ich kann einschlafen beim Auto, und irgendwann, klar, wird es einmal ein vollautomatisches Auto geben, was wahrscheinlich und zu 99% besser, angenehmer und bequemer für uns die Tätigkeit des Autofahrens erledigt. Mit mehr Sicherheit natürlich. Da kommt aber dorthin, wo ich heute schon am Taxi bin. Ich bestelle mir irgendwo ein Taxi, hol's auf und dann wird immer, setze mir eine und kümmere mich nicht darum und hoffe, der Fahrer macht das alles für mich. Dieses vollautomatische Auto wird aber auch teurer werden, dass er viel, viel mehr kann. Ob man das alles leisten kann, ist ein zweites. Und darum glaube ich, wird es dann mehr diese Karten geben, die über Pickup fahren oder Hilfespeis fahren. Und dann reduziert sich meine persönliche Maßnahme des individuellen Schutzes, dass ich mir halt den Preis gebe, das wäre viel interessanter, darauf, dass ich mir nur gegenüber diesem To-Go-Fahrzeug soweit identifizieren muss, dass ich nehmen kann und vorher kann. Und da meine Daten, weil ich kann ja ein Taxi einstellen und sagen, ich bin überhaupt nicht so mehr, das bin ich, sage, der fährt dorthin, das hat gar nicht das hinterher verfolgt, kann dann in den ganzen Grenzen vielleicht einen Mond haben, muss aber auch gar nicht wissen. Aber mit solchen Interpretationen, damit fahren wir nicht mehr. Naja, da müssen wir so ein Tor zahlen. Aber das Spannende wäre an der Version, dass sozusagen der öffentliche Verkehr und der individuelle Kfz-Verkehr fast verschmelzen würden. Ja? Ja. Weil im Prinzip, wenn man das jetzt weiterdenkt, ist die Bahn dann fast überflüssig. Ja, schau mal, das ist das nächste. Abschaffung des Gangers ist das nächste. Ja, aber bevor wir das nächste Thema aufreißen, ich wollte jetzt noch, machen wir die Abstimmung noch fertig. Wer sitzt neutral? Ja? Wer positiv? Okay. Darf ich dazu kurz was sagen? Ja. Ich sehe es positiv aus genau den genannten Gründen, weil ein selbstfahrendes Auto schneller reagieren kann als der Mensch. Bevor ich in so ein Auto einsteige, möchte ich gerne Sicherheitsnachweis dazu sehen. Also einen technischen Sicherheitsnachweis, wie haben Sie das hingebracht? Das ist das eine. Das zweite ist, das Google-Auto ist jetzt ungefähr ein Jahr auf Kalifornien Straßen unterwegs. Es gab derzeit 13 oder 14 Unfälle, wo aber immer die anderen schuld waren. Also das nur so zum... Das haben wir ja bei uns Unfälle ein, oder? in dem Fall ist es das Schöne, dass das Google außer von sich aus nicht selber sagt, das war der Arbeit. In Moment, das ist auch so schön, dass Sie den kennen. Und dann noch kurz zu dem Punkt mit dem Carsharing, Car2Go und so weiter. Die selbstfahrenden Autos bieten dann wirklich die Möglichkeit an, den Individualverkehr vollkommen neu als öffentlichen Verkehr zu machen, weil ich dann diese Autos nirgendwo nicht immer wo abstellen muss, sondern das kann mich dann auch ganz wo entlegen hinbringen und selber wieder zurückfahren oder selber hinkommen und die von irgendwo abholen. Genau, da gibt es keinen Mangel, weil wir nie alles in Bewegung sind. Der Mangel nicht mehr, und das Ganze ist tatsächlich zum Beispiel für den ländlichen Raum auch geeignet. Momentan gibt es das ja tatsächlich in Wien nur in der inneren Stadt, weil dort dann die Dichte hoch genug ist, dass die Fahrzeuge auch bewegt werden. Ja? In den äußeren Bezirken hat man das nicht mehr und im ländlichen Raum überhaupt nicht. Und dann bestelle ich mir einen Tag vorher oder 3 Stunden vorher für 14 Uhr mein Auto auf dem Bergbauernhof und dann wird das Nächste wahrscheinlich von bestimmten Stellen. Das Einzige, was ich dann brauche, ist dann eine asphaltierte Straße hinauf, dann wieder also dort sauber hinkommen. Die wurde schon vorher gesagt. Genau. Das finde ich wieder ganz gut. Ich habe nur sieben Vortragen, wo ich verschiedene Sachen. Ja, selbstverständlich. Ich wollte noch versuchen, so die Daten. Nein, aber ich finde die Diskussion total spannend. Ich wollte es so nicht beenden, aber kommen wir noch zu den Rahmenbedingungen. Das geht ja, glaube ich, in 5 bis 10 Minuten aus. Ich glaube, und vieles von dem, was ich jetzt sage, ist jetzt schon in der Diskussion eigentlich von euch aufs Tablet gebracht worden. Das Zentralste ist, der Fahrzeughalter muss sozusagen der ideelle Eigentümer der Daten sein und muss die zugesicherte Verfügungsgewalt über diese Daten haben. Das heißt, der muss bestimmen können, wem diese Daten zur Verfügung gestellt werden, welche Daten zur Verfügung gestellt werden und zu welchem Zweck sie zur Verfügung gestellt werden.
Das ist einmal das Elementarste, was. Ja, ist nicht der Fahrzeughalter, sondern der Fahrer. Ja, genau. Das ist eine spannende Frage, wenn sich der Fahrer identifizieren muss. Ja, wenn er sich nicht identifizieren muss, muss man diese Unterscheidung nicht machen, weil dann wärst du der Erb, dann wird es jetzt eine Identifizierung. Aber grundsätzlich würde ich Ihnen sogar in diesem Punkt recht geben und meine Aussage leicht adaptieren, aus dem einfachen Grund, weil selbst wenn er sich nicht identifizieren muss, der Fahrzeughalter wird in der Regel beispielsweise bei einem Vergehen von der Polizei aufgefordert, den Fahrzeughalter zu nennen, den Fahrer zu nennen. Ja. Insofern ist ja die Individualisierbarkeit direkt immer gegeben. Also das ist sozusagen der Zentralpunkt. Ist das realistisch? Ach, meine Güte, die politische Auseinandersetzung wird drum laufen, ob man sie gewinnt oder nicht, sollte noch nicht die Zielbeschreibung verhindern, aber natürlich werden die Hersteller alles tun, um das zu verhindern, da kann man sicher sein. Ja, sie sind stärker, aber deswegen aufzugeben, hielt ich für den falschen Zugang, weil dann müsste man die Idee, um das aufzugreifen, auch aufgeben unter vielen anderen Fragestellungen. Nein, was können wir als blöder Wähler dazu tun, damit das eben nicht der Fall ist? Ja, das wäre jetzt zu dumm, hier Wahlwerbung zu machen, auch wenn es kein Fehler ist. Nein, aber ich meine, sich auch in NGOs zu engagieren, die genau diese Agenda vorantreiben wollen. Ich glaube, der mündige Bürger, der sich interessiert, der Anliegen formuliert über NGOs, ist wichtig. Wenn's kann, bitte? Oder direkt, wenn es keinen Druck von unten gibt, bewegt sich nichts. Ja? Also man sieht, beim Smart Meter ist das irgendwo, jetzt weiche ich schon wieder ab, wir müssen es wirklich nächstes Mal machen, das ist das gerade so an der Kippe. Da gibt es so erste Leute, die sich sehr, sehr dafür interessieren, aber es ist noch nicht die kritische Masse, man kann aber dorthin kommen, wenn man das intensiv betreibt. Ich wollte weiter noch ein paar Rahmenbedingungen definieren. Das zweite ist, keine Exklusivität, was mit den Daten passiert. Das würde eh schon aus Punkt 1 ein bisschen logischerweise folgen. Es soll verhindert werden, dass der Hersteller versucht, Daten zu monopolisieren. Da geht es um so Fragen wie freie Werkstättenwahl. Wer darf sozusagen auf Daten zugreifen? Wenn der Fahrzeughalter entscheidet, wer auf die Daten zugreifen darf, dann ist auch diese Exklusivität des Zugriffs verhindert. Und das Dritte, das betrifft eher diesen Bereich Überwachung. Es braucht klare Spielregeln, unter welchen Bedingungen Sicherheitsbehörden überhaupt auf Daten zugreifen können. Wenn es da einen Graubereich gibt, dann öffnet es sozusagen Tür und Tor, dass Behörden auf Daten zugreifen, die irgendwo liegen. Konkret, und wären ein paar Grundsätze noch, diese allgemeinen Datenschutzgrundsätze aufs Auto umgelegt. Privacy by Design, das habt ihr auch schon formuliert, das ist die Datensparsamkeit. Ich muss beim E-Call nicht Wegstrecken aufzeichnen, sondern ich kann sagen, Punkt, genau da brauche ich den Standort und sonst nicht. Ja. Ich muss Bewegungsprofile nicht Wochen, Monate lang in einem Auto speichern. Ich kann sagen, okay, die Frage ist, zeichne ich es überhaupt auf? Und wenn ich es aufzeichne, kann ich sagen, ja, aber mit Herausziehen des Zündschlüssels, den es dann nicht mehr gibt. Aber ihr wisst, was ich meine, mit Abschalten des Autos wird es gelöscht. Das ist meiner Meinung nach wäre spannend, und das wäre auch der entscheidende Punkt, das wäre eigentlich schon ein weiteres Prinzip, dass es ein Opt-in gibt. Wenn ich natürlich diese Daten gespeichert haben will, weil ich mir persönlich einen Nutzen erwarte, dann soll ich hinein optieren können. Ja? Aber dass man grundsätzlich sagt, absolute Datensparsamkeit, und wenn sich jemand aus irgendwelchen Gründen dafür entscheidet, er will mehr Datenanwendungen speichern, vielleicht will er sie speichern, weil er sagt, ich möchte das elektronische Fahrtenbuch haben und das soll mir dann auf den Knopfdruck sozusagen ausgeworfen werden, dann soll das möglich sein, aber es soll eine bewusste Entscheidung des Fahrzeughalters für die Datenanwendung sein. Das heißt, Opt-in-Systeme statt Zwangsbeglückung oder Opt-out-Systeme, wo ich sage, okay, ich muss mich melden, wenn ich diese Datenanwendung nicht will. Es wird vielleicht bei einzelnen Datenanwendungen notwendig sein, aber die bewusste Entscheidung hinein, bitte. Es sollte doch endlich einen technischen Standard dann geben, dass alle Autohersteller der ganzen Welt das so Schnittstelle haben, das so ein Datenformat, dass man auch offen das auslesen kann und nicht jeder kocht seine eigene Suppe. Ja, das ist eine ganz extreme Moment. Es sollte eine technische Norm geben, so hat das auszuschauen. Dass man dann beim Motor bei gewissen
Spezialaggregaten an die Daten an, das ist schon wieder drin. Aber die Rahmendaten sollten enorm weltweit gleich sein. Und dass ich sogar mit meinem eigenen Laptop einfach mich anstecken kann, gleich ein Stecker, und sage, was hat mein Auto drinnen? Ich kann das auslesen. Ich selber. Das Problem ist, dass die Hersteller nicht ganz von der Norm besitzen. Ja, dann gehört es gebürgt. Ja, ja. Aber das ist das Gegenteil der Fall. Jeder Wissen muss sich bekommen, wenn er sich davon noch einen Vorteil macht. Ich würde jetzt zum Schluss kommen. Genau, damit ihr nicht, ich glaube, um eure Pause umfällt, die jetzt kommt. Auch der allgemeine Grundsatz im Datenschutz lässt sich übertragen, der Transparenz. Ganz zentral wäre erstens einmal, ich weiß über die Systeme der Datensicherheit Bescheid. Ein Problem, das wir beim Auto derzeit haben, dass das ein relativ intransparenter Bereich ist, wo wir gar nicht wissen, wie sicher unsere Daten sind. Es liegt eher die Vermutung nahe, wie diese Beispiele zeigen, dass sie nicht sicher sind. Das heißt, das absolute Wissen, wie gut sind meine Daten geschützt. Der zweite Punkt der Datentransparenz ist das Wissen, welche Daten gespeichert werden. Der dritte Punkt ist, wofür die Daten gespeichert werden. Und der letzte Punkt ist, wie lange diese Daten gespeichert werden. Das heißt, die Transparenz, um dann auch die Entscheidungsmöglichkeit zu haben, was will ich oder will ich nicht. Genau. Das wären allgemeine Grundsätze aufs Auto runtergebrochen. Also das sind ja Dinge, die uns in anderen Bereichen auch begegnen. Damit könnte man versuchen, diese technischen Innovationen mit allen ihren Vor- und Nachteilen in den Griff zu bekommen. So, ich bin am Schluss. Ich hoffe, ich habe ein bisschen angeregt und es war spannend für euch. Es war für mich jedenfalls interessant, mit euch zu diskutieren. Ich wünsche euch noch einen schönen weiteren Samstag hier. Und wenn ich wieder eingeladen wäre, versprochen, dann diskutieren wir. Du bist hiermit wieder eingeladen. Gut, dann diskutieren wir Smart Meter.